schon Intro gemacht? Nö. Okay, jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog auf meinem Kanal. Heute geht's los, meine Freunde. Wir sind gerade unterwegs in die Schweiz. Also ich meine, wir sind eh schon in der Schweiz, aber zum Schäfler. Ja. Das ist in der Nähe vom Sentis, falls den jemand kennt. Anyway, wir versuchen zurzeit die 700 Abonnenten zu knacken, deswegen würde es mich sehr freuen, wenn ihr mal kurz einfach abonniert. Ich muss ja dein Video an jeden jetzt weiterleiten. Ja. Ja. Let's go. Der Gast sieht einfach aus wie Among Us. Ja. Among Us. Let's go. Ja, Jan, das ist das. Alter, ich freue mich. Wird nicht schlecht. Ja. Du, jetzt geh mal da hoch. Da hoch gehen wir jetzt mit der Gondel. Nicht hochlaufen, Mensch. Kann man da nicht die Bäume hochklettern? Doch, die klettern wir alle hoch. Und dann die Felswand. Oh, ja, Bene, was sollen die Zuschauer machen? Sag mal. Abonnieren, liken und kommentieren und weiterleiten. Ja, ja, Matthias? Aber ganz ja. Flott. Das kannst du auch nur bezeugen. Ja. Marcel, willst du eigentlich auch teilhaben am Videoblog? Wie günstig im Moment vielleicht. Ja, und jetzt fahren wir mit der Gondel hoch. Well, oh my god, look at that. Oh, ne, ne. Also bevor wir hier alle drin sind, stürzt es ab. Nein, das ist sehr krass. We're going to Brazil. Ja, mir geht's gut. Ich will nur für Drama sorgen, fürs Video. Du bist es also. Ja, ja. So, jetzt kann man endlich mal das First-Person-Rig hier einsetzen. Ja, an einer krassen Klammer. Ich habe hier nämlich extra eine GoPro-Klammer. Einen GoPro-Clip. Dann kann ich das direkt an den Rucksack dran machen. Hier, mal austesten. Ja. Guck, hier. Hm? Aber schon irgendwie belastend, hier runterzulaufen. So Leute, jetzt geht's hier in der Höhle. Null. So Leute, wow, wow, das ist das. Ja Leute, das war die Höhle. Das Rebels und so. Feinde. Was ist das hier? Jackete. Was ist denn Ding? Jackete. Ja, Didi. Baba Boy. Schön, dass keiner wartet. Kinder mit Leine sichern. Nee, ne? Nee, ne? Nee, ne? Super. Die kommen später in meinen Dings. Papa 3, dann ist egal. Ich brauche nur eine Bene, glaube ich. Krieg ich auch eine Banane? Tja, doch eine Banane. Ich nehme die halbe. Gerne filmst du gerade? Bisschen. Aber dem geht es nicht so gut, meine. Mhm.
Ich könnte auch eigentlich den ganzen Tag sitzen einfach. Jawohl, können wir noch mal kurz. Ja. Jetzt Pause. Mann, es tut mir jetzt leid. Nein. Das macht nichts. Wir gehen da hoch jetzt dann an die Clues. Das ist der Punkt, wo man eben wieder zur Bergstation laufen kann, weißt du? Ja. Sehen wir weiter. Na gut. Dann kann ich dich notfalls begleiten bis vor und wieder hoch zu der anderen. Und dann geht's weiter. Ist kein Problem. Ja. Alles gut. Also typisch, monatelang bin ich gesund. Ja, ja. Dann ja. Kommt die lang erwartete Erdkunde-Exkursion. Ja, das Highlight, gell? Ja. Und dann haben wir's. Mach dir keinen Kopf, Janis. Ah. Ah, ein wenig rutschig ist schon. Ja. Hey, das ist jetzt hier. Ein ausgebrannter Weg. Ah ja. Jo, Leute. Tja, ihr fragt euch bestimmt, what the fuck, was ist das hier? Ja, für meinen Teil musste ich leider abbrechen, weil ich einfach zu krasse Bauchschmerzen hatte. Vielleicht merkt ihr, dass es mich dezent abfuckt. Mal kurz einen Schluck trinken. Ihr wisst ja, wenn ich trinke, dann muss ich los. Nee, jedenfalls hatte ich jetzt übers Wochenende, auch vorm Wochenende, ja, so Magen-Darm-mäßig, sag ich mal. Also, mir ging's jedenfalls scheiße, ja? Seilbahn. Kontext kommt gleich. Ja, nee, Leute, also, Sache ist, war nicht schön. Und ich dachte halt, komm, wenn du jetzt mal da, die Sache ist, Leute, Erdkunde ist das beste Fach, das existiert bei Herr Meier, okay? Und ich sag das nicht zum Schleimen oder so, der Notenschluss war eh schon. Notenkonferenz ist, ja, ich meine, das macht gar nichts, ja? Das ändert eh nichts. Erdkunde, Leistungsfach, ist mein Lieblingsfach. Und der Herr Meier ist ein Ehrenmann, ja? Und das ist Fakt, okay? Das ist sowas, wie wenn man sagt, oh, die Erde ist doch flach. Nee, halt dein Maul. Der Fakt ist, die Erde ist rund. Und so ist Fakt, dass Herr Meier ein Ehrenmann ist. Ja, ich musste einfach abbrechen. Aber, Leute, ich hab's durchgezogen. Bis zu einem bestimmten Punkt. Also, ich weiß jetzt nicht, wie viel ich mitgewandert bin, weil das war so ein bisschen fiebertraummäßig, muss ich sagen. Also, ich hab geschwitzt ohne Ende. Und mein Bauch hat halt richtig wehgetan. Mir war schwindlig und übel. Und der Weg war schon nicht ohne. Kommen die Schweizer kommen hier mal öfter rein. Also ich sitze hier gerade für den Kontext hier. Erstmal, die Schweizer haben mir hier Kräuterschnaps gegeben. Es schmeckt nicht schlecht. Also es ist Schwachsinn, das ist nicht gut für den Bauch. Also ich habe jetzt eh nur Mikroschluck getrunken. Trinkt nicht Schnaps, wenn ihr Magen, Darm oder sonst was habt. Nee, also es war halt so. Wie gesagt, ich habe mich halt eben gezwungen, weil ich habe mir gesagt, komm, ich will jetzt nicht noch länger zu Hause rumhocken. Ich will jetzt damit. Das ist das einzig Schöne, was die Schule zurzeit noch zu bieten hat. Und ich will da mit. Und ich bin jetzt mit. Klar, die sind noch zum Seealpsee runter. Die sind auch zum Gipfel vom Schäfler noch. Aber mein Gott, ich habe trotzdem einiges geschafft für meinen Zustand. Und ich meine, ich bin auch ziemlich stur, muss ich zugeben. Ziemlich hartnäckig. Also ich lasse mir solche Sachen eher nicht anmerken. Und ich tue gerne so, als wäre nichts. Aber irgendwann habe ich es dann auch nicht mehr ausgehalten. So. Aber wir sind schon einige Höhenmeter. Habe ich schon mitgeschafft, ja? Mit auch dabei war der unglaubliche Ehrenmann, der Herr Kern. Mach dir keinen Kopf, Janis. Da vorne ist mir mal so ein adipöser Engländer in den Schutt reingekullert. Das war der Hammer. Auf der Ebene. Ich habe mich angeguckt wie ein Feind beim Fußball. Auch, also eine, nicht nur ein Ehemann, sondern er ist auch noch viel mehr eine Legende, ja? Denn er ist schon pensioniert, aber er ist
ja, so eine lebende Legende, kann man sagen. Nee, der hat dann, war so ehrenhaft, ja, ich sag nochmal Ehre, und ist mit mir dann in angenehmem Tempo, aber er hat mir trotzdem gesagt, ja, ziemlich rasch da für so eine Kerle hier mit Bauchschmerzen, ne? Wir haben ein bisschen gequatscht und so, auch ein richtiger Ehrenmann. Und der war dann auch so nett und hat mir noch Franken geliehen fürs Seilbahnticket zurück. Also wirklich Ehre, maximale Ehre. Ja, und jetzt, weiß nicht, die Schweizer sind halt auch Ehrenmänner. Ja, irgendwie alle sind nett. Ja, der eine hat, oh cool, GoPro Max, hat er gesagt, der die Seilbahn operated hat. Also das war die nur hochfährt, glaube ich. Und dann bin ich da halt, weil die Tür geht nur von einer Seite auf, wenn man eben hochfährt und dann da hochgeht, dann geht die Tür auf. Wenn man zurück will, dann geht die Tür irgendwie nicht auf oder so. Und dann bin ich da halt schnell durch und habe gefragt, jo, mir geht's scheiße, kann ich mit? Und der, ja, okay. Okay. Also richtig nett, also hat mir Traubenzucker gegönnt und so, hat gesagt, yo, GoPro Max, geil. Der andere hier, also hier ist es ja so Office-mäßig, glaube ich, und hier, Leute, Monkey. Hier, das ist ein Bettgestell aus dem Zweiten Weltkrieg, aber ist tatsächlich ziemlich bequem. Ich weiß nicht, ich bin trotzdem zufrieden, weil ich habe teilgenommen. Aber das Problem ist, jetzt muss ich auf die ganzen Cakes warten, weil Zug und so. Also noch 2,5 Stunden ungefähr muss ich warten. Aber bis dahin habe ich ja noch genug über. Ich glaube, den Rest nehme ich mir für zu Hause mit, weil das sollte man echt nicht. Mir jedenfalls nett. Aber ich verstehe kein Wort aus dieser. Ja, Leute, also. Ich weiß nicht, ich bin natürlich auch irgendwie enttäuscht, weil ich wollte so viel mehr vloggen. Ich wollte halt wieder mal einen richtig heftigen, klassenfahrtmäßigen Cinematic-Vlog raushauen. Ihr wisst ja, ich liebe das. Ich liebe das, ich lebe dafür, für euch geilen Content zu produzieren. Und das hat jetzt halt, also ich weiß nicht, vielleicht kommt ja noch was bei raus. Ich meine, ich habe ja schon ein bisschen aufgenommen. Also ein bisschen Cinematic werde ich schon machen können, aber eben so so das Gemeinschaftliche fehlt halt irgendwie, weil ich einfach nicht, wie gesagt, ich bin einfach nur gelaufen. Das habe ich auch ein bisschen wieder zurück auf Sascha Huber, ja, dem zu verdanken, weil durch das Trainieren und durch den habe ich mir auch so ein bisschen diese Mentalität angeeignet. Aber ich meine, so war ich auch schon auf dem Golm. Ich meine, auf dem Golm bin ich fast gestorben, Alter. Schaut euch den Vlog an, das war wirklich krass. Da war ich am Limit, aber ich habe trotzdem, ich bin einfach gelaufen. Und so hier heute auch nur, dass wenn ich gesund gewesen wäre, wäre kein Problem gewesen, wirklich. Aber es ist jetzt halt so. Die 700 Abos können wir natürlich trotzdem knacken, ihr wisst Bescheid, ne? Ist nicht mehr weit, wäre nett. Und vielleicht auch die 1000 irgendwann. Also Leute, wir sehen uns. Ciao.